Hallo, meine lieben Elexiten und Elexitiniten. Was? Wir spielen Elex. Wir haben hier ein Schiff, durch das man durchgehen kann. Da muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Das lässt noch die Moleküle ein bisschen zu sehr durch. Das ist wahrscheinlich ein Verteidigungsmechanismus, ne? Ein Schiff, das keine Masse hat, kann auch nicht abgeschossen werden mit Projektilen. Aber ein bisschen sollte man da rumschrauben, weil man sollte zumindest festen Untergrund haben. Aber ich bin mir sicher, das macht unser Mechaniker schon. Der tippt schon an der Density, am Dichtheitsschieberegler. Du schiebst da schon rum fleißig, das wird alles wunderbar. Wir machen in der Zwischenzeit was ganz was anderes. Und was fragt ihr euch? Gute Frage. Gute Frage. Bist du eigentlich noch meine Begleiterin? Mitkommen. Wenn du willst. Cool. So. Der perfekt ausgerüstete Berserker. Es fehlt noch ein bisschen viel Konstitution. Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank noch. Die Stimme ist angeschlagen, es tut mir sehr leid. Es fehlt noch ein bisschen Konstitution, dann können wir die Mörder-Axt überhaupt nehmen. Das wird ziemlich awesome. Okay, jetzt schauen wir mal kurz zu unseren Missionen. Krieg der Maschinen. Alle Konventoren, bla bla bla. Helikopter, Werkzeuge des Bösen. Alle Konventoren haben ihren Dienst eingestellt. Okay. Ach so, ja genau, stimmt. Jetzt kann ich mich erinnern. Wir wollten ja zurück zu Berserker Overlord. Die Berserker haben schon eine Sonderstellung in dem Spiel, oder? Ob das daran liegt, dass ich mich für die Berserker entschieden habe? Nein, Quatsch. Die hatten davor schon eine Sonderstellung. Es wird immer wieder von den Alps erwähnt, dass die Magie der Berserker nicht zu unterschätzen ist. Die reden nicht von der Technik der Kleriker und nicht von der Unorganisiertheit oder so der Outlaws. Ich weiß nicht, was die genau haben. Sondern die reden von der Magie der Berserker. Und der Oberberserker, der irgendwo im Wald meditiert den ganzen Tag, wird als so eins der mächtigsten Wesen ever gehandelt. Und wir haben den ja mal versehentlich zum Kampf herausgefordert und ja, der ist schon ziemlich mächtig. Das stimmt. Das stimmt. Flieg! Flieg und Sieg! Yeah! So. War hier der radioaktive Fluss, den man nur an einer gewissen Stelle überqueren kann? Nein, wenn, dann ist es hier die radioaktive Straße, die man nur an einer Stelle überqueren kann. Hey, was haben wir denn hier? Heiltrank. Oh, ich höre Knurren. Ein Hornwolf. Naja, gibt Schlimmeres. Komm her, Hörnchen. So, ich finde das voll cool übrigens, dass jetzt so eine Welle der rundenbasierenden 2D-Strategiespiele wieder ausgebrochen ist. Die waren ja im Grunde sehr lange, sehr Nische. Die sind ja im Grunde so in den späten 90ern schon mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden, weil da einfach... Was das früher wohl mal war? Ein Haus, ein Gebäude. Weil da einfach die technischen Möglichkeiten auf einmal da waren, was anderes zu machen. Man muss sich ja das ja wirklich so vor Augen halten, dass rundenbasierend bis vor... Da hängt noch etwas dran. Oh, da hängt noch was dran. Wie? Was? Hä? Dass rundenbasierend einfach am Anfang der Videospielgeschichte mehr oder weniger technisch notwendig war, wenn man komplexere Spiele abbilden wollte. Pac-Man, das ging. Pong, ja, das kann man abbilden. So ein Rollenspiel mit vier Kämpfern, andere vier Kämpfer kämpfen. Da wird's schon happig. Laufe ich eigentlich voll in die falsche Richtung? Naja, was heißt falsch? Aber wir könnten, glaube ich, ein bisschen abkürzen mit Jetpack und so. What the fuck? Bin ich hier richtig oder ist das irgendwie... Ja, ich glaube, ich bin richtig. Und jetzt waren die lange Zeit so ein bisschen Nische und kommen jetzt aber irgendwie ganz dick wieder. Das freut mich echt. So die XCOM Remakes haben die wiedererweckt. Ich meine, es gab schon immer so diese 4X-Games, so wie Civilization zum Beispiel. Die waren schon immer so eine Bastion der rundenbasierenden Spielkunst. Genauso wie die Heroes of Might and Magic Spiele. Und es gab ähnliche Reihen, die sind ihrer Urformel treu geblieben. Aber im Großen und Ganzen ist es schon sehr viel weniger geworden. Aber jetzt dank XCOM kommen die wieder. So, wenn selbst Ubisoft ein Mario-Lizenzspiel macht,
dann heißt das, yeah, das ist big. Und es sind auch viele Entwicklungen und das freut mich, weil ich mag das Genre. Ähnlich wie bei den Dark Souls-artigen Spielen, wo auch Dark Souls dann, Demon's Souls war so ein Indie-Ding und Dark Souls hat dann so eine ganze Reihe von Klonen ausgelöst, was ich super finde. So, hallo. Statusbericht zu den Konvertern. Es gibt keine aktiven Konverter mehr. Ich habe sie alle deaktiviert. Beeindruckend, wozu du fähig bist. Ich hoffe, dass du dich am Ende auch für die richtige Seite entscheidest und wir uns nicht wieder als Feinde gegenüberstehen werden. Gut. Was kannst du noch vorweisen? Du hattest recht. Zadom steckt tatsächlich hinter dem Angriff auf meinen Gleiter. Tja, warum bin ich jetzt nicht überrascht? Nun, nachdem du das jetzt weißt, solltest du Zadom nicht zur Rechenschaft ziehen? Er ist verschwunden. Ich fürchte, er wird wieder auftauchen, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. In Ordnung. Und weiter? Der Reaktor meines Gleiters ist wieder nahezu einsatzbereit. Das ist gut. Wir werden deinen Gleiter noch brauchen. Sagst du mir auch wofür? Er könnte der Schlüssel zum Eispalast sein. Lass ihn ordentlich fit machen. Bis wir soweit sind, muss er voll einsatzbereit sein. Okay. Soweit, so gut. Doch gibt es noch einiges zu tun, bevor ich bereit bin, mein Wissen mit dir zu teilen. Die Alps müssen erst den direkten Zugriff auf die Länder der freien Menschen gänzlich verlieren. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Der Gleiter ist der Schlüssel zum Eispalast. What a twist. Da ist irgendwo wahrscheinlich an der Tür zum Eispalast ein riesiger Schlitz. Und da müssen wir den Gleiter genau reinfliegen. Wie so ein Münzeinwurf. Die Länder der freien Menschen dürfen nicht fallen. Okay. Das ist deine Meinung. Die Alps sehen das anders. Jetzt schauen wir mal. Ah ja. Kallax. Wir können jetzt schon mit Kallax abrechnen. Ich dachte wirklich, dass Kallax der letzte Endboss sein wird. Aber nö, aber das sieht aus wie eine Struktur, wo der sich verschanzt hat. Uiuiui. Ja, das könnte ein harter Kampf werden. Naja, ich habe 11 Heiltränke. 60, immerhin noch über 60 Munition. Und ein Schwert. Was will man mehr? Komm her, Rottmolch. Yeah, es hat sich ausgerottmolcht. Ah, danke übrigens. In den Kommentaren wurde mir mitgeteilt, dass man Auto-Aim auch ausschalten und umschalten und so weiter kann. Aber ich traue mich das jetzt nicht mehr machen. Ich lebe jetzt damit, dass ich manchmal versehentlich friedliche NPCs attackiere, was ich eigentlich nicht will. Aber ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, das jetzt nochmal umzustellen. Das ist nein. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Wenn sich mein Hirn mal an was gewöhnt hat, dann kriege ich das ganz schlecht wieder raus aus meinem System. Deswegen lassen wir das jetzt. Oh Mann, 5 Punkte. 5 Punkte für einen Aufstieg. Das ist schon krass, oder? Ein Level abbringt uns 2 Konstitutionen. Wie wir da jemals über 90 zusammenkriegen sollen. Naja, mit noch mehr Level-Ups und vor allem natürlich Elix-Tränke. Tränke. Glück. Ich höre Monster. Interessiert uns nicht, komm. Wir haben Besseres zu tun. Wir müssen meinen Bruder verhauen. Zumindest höchstwahrscheinlich. Ich schätze mal nicht, dass ich da hingehe und sage, hey, wollen wir nicht wieder Freunde sein? Und dann sagt er, weißt du was, lassen wir das mit diesem ganzen Krieg und Alps und freie Menschen. Oh, unheimliche Gestalt, oder? Wenn der da so im Nebel steht. Unheimliches Vieh, so ein Patron. Nieder mit dem Patron. Ich dachte wirklich, als wir den ersten getroffen haben, das ist ein einzigartiges Monster. Gerade mit seiner komischen Metzgerei da hinten und sowas. Hätte ich cool gefunden, aber jetzt sind die leider überall. Jetzt frage ich mich schon langsam, ob die Welt so ein bisschen mit mir mitlevelt. Das mag ich immer gar nicht. Das ist was, das ich an den Bethesda-Spielen furchtbar finde. Ich bin eher ein Fan davon,
wenn ich halt einfach nicht in Gebiete kann von Anfang an. Wenn das Spiel zu mir sagt, ja, du kannst überall hingehen, aber du kannst es ja mal versuchen. Und wenn man dann gleich am Anfang irgendwie in die Super Awesome Deluxe Region läuft, dann wird man halt von irgendeinem Super Awesome Deluxe Ogre niedergestampft. Und dann weiß man, aha, da sollte ich noch nicht hingehen. Das mag ich persönlich lieber. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Müssen wir hier jetzt hoch wahrscheinlich, oder? Ja, aber da folgen wir jetzt der Straße. Das passt eigentlich. Die führt uns da schon hin. Und eben, liegt es daran, dass ich mich jetzt mehr in schwere Gebiete vorwage? Oder liegt es daran, dass wirklich der Gegner-Spawn von meinem Level mit abhängt? Halt beides für möglich. Weiß ich nicht. Guck, dass hier so eine hochlevelige Felsassel spawnt zum Beispiel. Sehr verdächtig. Ja, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Na, ich meine, ganz am Anfang spawnen aber auch schon ziemlich krasse Gegner überall. Das würde meine Theorie wieder ein bisschen widerlegen. Aber diese Patronen, dass wir halt überall auf einmal Patronen sehen. Vorher gab es nirgends Patronen. Heißen die Patronen? Das kommt mir gerade falsch vor. Ich glaube schon. Und wenn nicht, dann heißen sie Jetzo und Schluss. Kallax, wo bist du? Ich bin hier. Jetpack, Jetpack, heute laden wir Jetpack. Aber um die Dark Souls-Klone, also Klone ist immer so ein negatives Wort, aber die Dark Souls-esken Spiele ist es ein bisschen stiller geworden, oder? Leider. Zu The Search kommt ein zweiter Teil. Aber sonst... Was tot ist, sollte auch tot bleiben. Aha. Na dann. Gut, dass wir das geklärt hätten. Gibt sonst doch was, das loswerden willst? Man sagt, du stehst jetzt auf der Seite der Menschen. Noch ein weiteres Vergehen gegen die Direktive. Du selbst hast dagegen verstoßen. Sonst wärst du nicht hier, um dein Versagen bei meiner Exekution zu korrigieren. Du hast es mir nicht leicht gemacht, dich zu finden. Untergekrochen und verborgen in den Kellern der Pestratten dieser Welt. Was sagen deine neu erworbenen Emotionen dazu? Bist du jetzt stolz? Oder zitterst du vor Angst, weil du weißt, dass nun dein Ende naht? Gefühle können dich täuschen. Aber sie sind auch von Nutzen. Ich verspüre ein gewisses Gefühl der Rache. Wo bin ich? Sie ist eine mächtige Triebfeder, auch wenn sie irrational ist. Irrelevant. Dein Kapitel ist hier zu Ende und unsere Herrschaft über die freien Länder beginnt. Ja, eine Herrschaft des Kollektivs, ohne Freiheit des eigenen Willens. Ihr denkt, das sei der einzige Weg, zu wahrer Perfektion zu gelangen. Doch ich glaube, dass da noch mehr ist. Ich habe viel hier draußen in den Ländern der freien Menschen gelernt. Und beginne zu begreifen. Nein, Jax. Was du nicht begreifst, ist, dass du selbst schon lange ein Teil des Kollektivs bist, obwohl du nie den Code zum letzten Shot bekommen hast. Unsinn, ich war nur ein Alp-Commander und habe nie die Robe angenommen, die du trägst. Unwichtig. Ich werde nun meinen Fehler korrigieren und nichts wird dich dieses Mal retten, Bruder. Auf einmal spawnen Gegner. Hinter mir, ganz viele. Warum kann ich nicht speichern? Ich kann speichern. Ich kann schnell speichern. Kaya wäre jetzt echt cool. Aber das sind schon ein bisschen viele. Auf so engen Raum. Haha, ich habe ihre Stärke zu ihrer Schwachstelle gemacht. Hoho. Verdammt, ich wollte eigentlich Heilung trinken. Und jetzt schießen alle auf mich. Wo sind denn die überhaupt? Überall. Lauf. Kax. Bestie von Xaxis. Ah, Kaya, hallo. Gut, danke. Das wäre sehr freundlich von dir. Ich trinke noch kurz einen Schluck. Dann kannst du von mir schon wieder losgehen. Irgendwie schwimme ich gerade. Das ist aber ungünstig. Warum können die hier stehen? So, den haben wir es gezeigt. Oben ist der Kampfkoloss auch kaputt. Das heißt, sehr viel sind da wahrscheinlich auch nicht mehr am Gegner. Na, warte. Na, warte. Jetzt gibt's
die Macht von Ignis. Au! Die Macht von Ignis ist ein bisschen eingerostet. So, jetzt aber. Kanax hat mich in eine Falle gelockt. Ich muss noch einmal zu Vardek. Er hat mir einiges zu erklären. Zu wem? Ach, ich habe schon ein schlechtes Namensgedächtnis. Mir würde es immer helfen, wenn die Spiele so kleine Bildchen einblenden würden. Gesichter vergesse ich nie. Ich glaube wirklich, nie. Nie. Ich glaube, das ist mir in meinem ganzen Leben einmal passiert, dass ich eine Person, die mich erkannt hat, nicht zuordnen konnte. Ich wusste, ich habe das Gesicht schon mal gesehen, aber ich wusste nicht wo. Aber mit Namen kann ich null anfangen. Einfach null. Namen sind für mich wirklich... Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber ich... Aus Regierungsreihen ist durchgesickert, dass die Gefahr real ist. Der größte Vertuschungsskandal unserer Geschichte. Ein Meteor wird bald hier einschlagen. Wir erhalten Nachrichten, dass in vielen Städten bereits Panik ausgebrochen ist. Bürger verlassen fluchtartig ihren Wohnort. Die Straßen sind völlig dicht. Es wird dazu geraten, einen Ort unterhalb der Erde aufzusuchen. Der Aufenthalt im Freien wird tödlich sein. Die Menschen werden gebeten, so viele Vorräte wie möglich anzusammeln. Experten zufolge kann es zu starken Nachbeben kommen. Diese lösen möglicherweise eine Flutwelle aus. Bitte warten Sie auf weitere örtliche Anweisungen. Sturz der Regierung. Das Militär hat die Parlamentsgebäude gestürmt und abgeriegelt. Keine Meldung des Präsidenten. Wir sind der letzte Turm auf Sendung. Wir können nur warten und den Atem anhalten. Solange es geht, wird Musik übertragen. Na, immerhin. Und dann endete die Übertragung und nie mehr wurde Musik übertragen. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, aber ich war auch mal quasi intim mit einer Dame liiert. Und ich konnte mir ihren Namen einfach nicht merken. Und das ist natürlich super peinlich und super verletzend auch für sie, aber es liegt überhaupt nicht, es lag nie an ihr. Es war alles nur ich und mein Namensgedächtnis. Und das, nicht gut. Zum Glück, gar nicht gut. Zum Glück habe ich das immer verschleiert, weil das ist natürlich, das wäre natürlich, das geht natürlich gar nicht. Aber es war wirklich nur, weil ich einfach bescheuert bin. Hallo! Wenn du willst, dass sich etwas bewegt, dann beweg dich. Ja, danke. Hast du das heute in deinem Spruchkalender gelesen oder wie? Ich muss ja mit dem hier reden. Aber das machen wir dann, würde ich sagen, morgen in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und hoffentlich bis morgen. Macht's gut. Ciao.